Ja, für mich war es sehr überraschend. Da hätte ich das eigentlich nicht erwartet. Ich habe mich eher im Ausland umgeschaut. Umso erfreulicher war es, dass ich vom VSV den Anruf gekriegt habe und hat nicht allzu lange gedauert. VSV hat Interesse gehabt und ich wollte nach Villach. Dann war das eigentlich in einem Tag erledigt. Wir haben jetzt ein bisschen zugeschaut beim Warm-up. Ganz konzentrierter Markus Baindner. Wie hat er sich fit gehalten jetzt zu Beginn der Saison, als er noch nicht gespielt hat? Ich war seit Anfang August in Graz draußen, habe beim Attersee Graz mit trainiert. Habe das Glück gehabt, dass mich der Martin Homberger unterstützt hat und die Möglichkeit gegeben hat, dass ich mittrainieren kann. Davor war ich noch im Fitnessstudio und habe mich halt in Form gebracht, was gegangen ist. Und jetzt freue ich mich auf die erste Partie. Jetzt ist alles sehr schnell gegangen. In die neue Mannschaft schon eingelebt? Ja, hat nicht allzu lange gedauert. In Villach ist alles wie eine kleine Familie und deswegen braucht man nicht allzu lange. Viele Spiele habe ich schon gekannt und bin integriert, glaube ich. Und heute in der Partie wollen wir unbedingt den ersten Sieg. Das ist schon ein gutes Zeichen, die Motivation zum ersten Sieg zu Hause. Was kann der Markus Baindner dazu beitragen? Kämpfen. Ich glaube, mit sehr viel Einsatz können wir das schaffen. Ich allein kann gar nichts machen. Wunderdinge darf man sich keine erwarten. Ich habe seit 5 Monaten kein Spiel mehr gespielt. Ich will einfach mein Bestes geben und ich glaube, wenn wir als Einheit auftreten, dann werden wir die Fans zurückgewinnen und werden wir auch den Sieg einfahren.